Heimspiel für die Ärzte. Die Wuhlheide ist ausverkauft. Ärztekonzerte sind immer ausverkauft. Wir versuchen, weniger arrogant zu sein, aber es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Es ist verdammt schwer. Den Titel Beste Band der Welt haben sie sich zur Gründung verliehen, vor einem Vierteljahrhundert. Wir nehmen uns nicht so besonders ernst, doch, aber wir nehmen die Musik, die wir machen, total ernst. Also ich weiß, dass das total super langweilig, klischeehaft klingt, aber wir machen Musik, weil wir A, nichts anderes können und B, weil es uns furchtbar viel Spaß macht. Und weil wir nichts anderes können, heißt, dass wir alles andere noch viel schlechter können. Wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon eine Sitzlaula wert. Spaßpunk als Massenphänomen. Das, was an uns Punkrock ist, ist, dass wir einfach komplett drauf scheißen, was man von uns erwartet. Anfang der 80er erwartete man vom Punk noch etwas mehr. Besonders in Kreuzberg, als Farin und Bela noch Jan und Dirk hießen und ihre Band Soylent Grün. In der Berliner Punkzentrale hatten sie nicht nur Freunde. Die ersten bewegten Bilder und der letzte Versuch, echte Punks zu sein. Sie gründen die Ärzte, weil der Name noch frei ist, und erklären Vollmilch und Teddybären zum Punkrock. Oh mein Teddy, kannst du mir verzeihen? Die Punkszene fühlt sich auf den Arm genommen. Zu Recht. In den 80ern waren wir auch sehr damit beschäftigt, irgendwie viel mehr beschäftigt damit, Rollen zu spielen. Da war das quasi ein Verbot, was wir uns selber auferlegt haben, politisch uns zu äußern, weil wir irgendwie dachten, das wäre uncool. Die Ärzte gibt es jetzt seit 2 Jahren und wir machen Popmusik mit deutschen Texten. Sie spielen jetzt Popstars. Was die echten Punks davon halten, besingen die Ärzte später im Song Bravo Punks. Ihr wollt echte Punker sein, da lacht doch. Ich will Nina heiraten. Und ich will Nina erst recht heiraten. Natürlich sind wir Punkverräter, weil wir Dogman von Anfang an ganz klar war, dass wir Dogmen des Punkrock irgendwie, dass die für uns nicht gelten. Wir gehen ja auch auf die Bühne, und zwar schon seit Jahrzehnten, auch als es noch nicht stimmt, und sagen, hier sind die sympathischen Millionäre aus Berlin. Mit unserem nächsten Lied hatten wir in letzter Zeit einige Probleme. Dann lernen sie, was es bedeutet, Star zu sein. Den Song Geschwisterliebe schrieb Farin mit 15. Jetzt steht er auf dem Index. Am Abend nach Uwe Barschels Tod riskieren sie den Eklat, live im Fernsehen. Singt nicht dieses Lied! Denkt, bitte! Denkt an Uwe Barschel, er hat es auch versucht. Er ist nicht durchgekommen damit. Also, sie haben ihn erschossen! Spott gegen die Volksseele. Während die Fans für die Kunstfreiheit gröhlen, wenden sich die Medien ab. Und die Ärzte finden, sie haben alles gesagt. Es war nur komplett richtig, dann sich 88 aufzulösen. Das war der absolut richtige Schritt, weil wir waren mit dem Konzept am Ende und dachten, jetzt machen wir mal was anderes, was Ernsthafteres. Dachten wir. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Nach 5 Jahren kommen sie zurück. Neue Faschisten erfordern neue Antworten. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Ärztekonzerte sind nazifrei. Eine Spaßgesellschaft gegen den Faschismus. Tatsache ist hier, dass man als Musiker nicht die Zeit und nicht das Forum hat, komplexe politische Sachverhalte zu erklären und von allen Seiten zu beleuchten. Also das wäre furchtbar langweilig, denn wäre doch kein Konzert, sondern irgendwie eine Lesung oder so. Aber was wir machen können, ist, wir können unsere Meinung sehr deutlich machen. Und wieder auf.
Die Ärzte von heute könnten ihre eigenen Eltern sein. Das Zombie-Video zu Junge haben sie selbst zensieren lassen, für den Jugendschutz. Eine Marketingstrategie? Fest steht, auch an diesem Abend werden sie wieder rund 17.000 Menschen glücklich machen. Ja, ja, die Botschaft ist da, wir sind die Schulter zum Anlehnen. Wir sind das Taschentuch zum Vollheulen. Ja, genau. Bist du im Rock alleine? Wir sind die Seele, die man baumeln lassen kann. Man soll es nicht übertreiben, Rod. Nicht übertreiben, bitte. Und jetzt mal ehrlich, das Fernsehen ist gerade Zeuge hier. Ups. Und wenn sich irgendwo ein Tabu zum Brechen anbietet, ist auf die Ärzte immer noch Verlass. Ja, Freunde, die Kulturzeit nimmt uns auf. Aber nicht nur uns, auch euch. Und wir haben gerade 10 Minuten über das Arschficken geredet. Ja! Scheiß Intellektuelle! Du bist ein Star und du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät. Ich nehme den Schlagzeug her. Zu spät! 25 Jahre nach eigenen Gesetzen. Wenn das kein Punkrock ist. Zu spät, zu spät, zu spät.